Wir sind in Teil 5 der parametrischen Spannbetonbrücke mit Rhino, Grasshopper und Sophistic angekommen und es geht um den Überbau, den wollen wir nun erzeugen. Wir haben ja einen Querschnitt definiert, der eine Variable h beinhaltet. Die soll jetzt dazu führen, dass wenn wir den Querschnitt entlang der Achse extrudieren, diese Variable h ausgelesen wird und wir so eine Variable Höhe im Querschnitt entlang der Achse erhalten. Ich nehme nochmal den entsprechenden Workflow hier aus dem Toffee Plus hinzu, um es Ihnen besser erklären zu können. Wir sehen also hier, wir haben die Variable h. Wir haben die Achse, die bei 0 beginnt. Bei ungefähr 50 Meter soll das erste Widerlager platziert werden. Dann haben wir bei 80 Meter die Stütze. Hier kommt das zweite Widerlager und bei 150 Meter endet die Achse. Und der Höhenverlauf, den wir hier einstellen wollen, soll eben so aussehen, dass zu Beginn der Querschnitt eine Höhe von 1,50 Meter hat, also hier in Millimetern 1500 Millimeter eingetragen. Dann ab 60 Meter soll der Querschnitt aufgeweitet werden, in der Höhe aufgeweitet werden bis auf 2,80 Meter und dann wieder entsprechend auf 1,50 Meter absinken. Wenn wir uns das hier anschauen, haben wir also einen polygonalen Verlauf, das heißt, wir hätten tatsächlich an den Stellen hier Knicke. Das kann man noch schöner machen, indem man die Übergangsbedingungen einstellt. An dem Punkt können wir eine Tangente definieren. Wir können also hier sagen, rechts von dem Punkt soll ein Spline mit einer entsprechenden Steigung angewendet werden. Sagen wir also hier Neigung rechts und dann sieht man, dass das dann hier viel schöner ist als dieser tangentiale Verlauf. Das machen wir auf der anderen Seite auch. Hier ist es links davon. Links von dem Punkt wollen wir eine Tangente anwenden und hier eben ein Spline mit der entsprechenden Steigung anordnen. Wir sehen das also hier, die Stütze steht bei 80 Meter und 1 Meter vorher, also bei 79 Meter, wollen wir bei 2,80 Meter angekommen sein. Na, dann soll diese Höhe behalten werden über 2 Meter, also bis 81 Meter und dann wieder absinken. So, wie können wir das jetzt in unser Grasshopper bringen? Da gibt es die wunderschöne Möglichkeit mit Excel zu arbeiten. Man kann Excel einlesen. Das stellt Sophistic hier zur Verfügung. Dafür habe ich hier also ein Excel-Sheet mal aufgestellt und Sie sehen, wir machen genau das, was hier auch drin steht. Ich habe eine Überschrift Stations, Values, Tangenten und Typ und wir führen die Stationen auf, wir führen die Werte auf. Und hier beim Typ, das ist jetzt natürlich die Frage, wie kriegen wir die Übergangsbedingungen so dargestellt, dass die auch entsprechend im Grasshopper-Skript verstanden werden. Und dazu nehme ich jetzt nochmal die Command Reference hier von Sophistic. Wir sind ja im Axe-Based Modeling und es gibt hier die entsprechende Komponente, Axis, Variable Points. So, und wenn ich hier mal scrolle, sehen wir das genau. Also hier kann ich es einblenden? Ja, hier, wie die Typen heißen müssen. Also standardmäßig ist diese Raute eingestellt und wenn wir eben an einem gewissen Punkt eine Tangente anwenden wollen, um dort ein Spline mit der entsprechenden Neigung reinzulegen, dann sagen wir das Pluszeichen und das Minuszeichen hier, je nachdem, ob wir links oder rechts von dem spezifizierten Punkt oder von der Station uns befinden. Also das ist sozusagen die Übersetzung.
Gut, dann gehen wir in unser Skript hier und ja, nehmen uns erstmal wieder eine Überschrift herüber. Einfach setzen wir hier hin und das nennen wir um. Das soll jetzt also der Überbau werden. Okay. So, und gucken wir mal hier oben rein bei Sophistic. Da finden wir schon diese Möglichkeit der Excel-Tabelle. Bisschen ranzoomen. Was braucht diese Komponente? Sie braucht natürlich den Path, also sie muss wissen, wo und wie die Excel-Datei heißt. Ich habe die Parameter genannt und hier sehen wir auch schon, Superstructure heißt das entsprechende Sheet. Diese Infos brauchen wir, also sagen wir hier Parameter.xlsx. Das ist der Path, also die Datei liegt genau im gleichen Pfad, im gleichen Ordner wie mein Grasshopper-Skript. Deswegen kann ich das hier so reinschreiben. Und dann haben wir gesagt, Super Structure heißt das Sheet. Haben wir auch. Wunderbar. Jetzt brauchen wir die entsprechende Komponente hier. Das ist diese Access Value Distribution by Points. So, was geht da rein? Wir brauchen natürlich den variablen Namen. Das ist ja die Höhe h. Können wir da reinstecken. So, und jetzt sollen einfach entsprechend hier, man sieht es, die Punkte verbunden werden, also Stations kommt zu Stations, Values kommt darüber, die Tangente kommt darüber und der Typ. Wunderbar. Jetzt würden wir es natürlich auch gerne überprüfen und auch das gibt es hier. Das ist Access Variable Distribution. Ich stecke das hier mal rein. Ja, und wunderbar sehen wir genau das, was wir erreichen wollten. Man kann hieran schieben und ziehen, wenn ich die Maustaste gedrückt halte. Doppelklick auf die Maustaste zentriert uns das Ganze wieder. Also hier können wir das nochmal überprüfen oder vergleichen. Wenn ich die Excel-Tabelle nochmal reinnehme, ja, sehen wir also, ist genau das abgebildet, was in der Excel-Tabelle drin ist. Eine sehr schöne, elegante Möglichkeit. Haben wir das auch? Jetzt sehen wir noch nichts. Dafür brauchen wir jetzt natürlich noch die Achsdefinition. Hier haben wir die Komponente. Achsdefinition. Und da müssen wir jetzt alles zusammensammeln, was wir denn bisher gemacht haben. Hier steht also schon, als erstes brauchen wir die Kurve, die Curve. Die hatten wir hier oben definiert. Da steht's. Ja. Gehen wir runter. Kommt also da rein. Dann brauchen wir die Querschnitte, Sections. Haben wir hier. So, das stecken wir da rein. Der nächste Punkt sind die Achsvariablen. Das ist ja genau das, was wir hier gerade bestimmt haben. Kommt da rein. Jetzt brauchen wir die Placements. Die waren ja hier. So, und dann sollen wir der Achse noch einen Namen geben. Bei Sophistic haben wir hier die Möglichkeit, vier Letter zu vergeben. Ich nenne das Achse 01. So soll die Achse heißen. Sehr schön, damit haben wir das auch schon. Und ja, damit wir jetzt noch was sehen, ja, brauchen wir hier noch die Komponente. Interpoliere daraus ein Solid und dann stecken wir das hier herein und zack, haben wir hier unseren Überbau als Solid-Körper. Und wir sehen natürlich auch
den entsprechenden variablen Verlauf bis 1 Meter vor der Stütze, dann bleibt er auch 2,80 Meter bis 1 Meter nach der Stütze und geht wieder wunderbar zurück. Ja, hier sehen wir es auch nochmal in der Draufsicht, wie der Querschnitt der Achse folgt. Und wenn wir hier auf Axis Definition draufklicken und das grün wird, dann sehen wir, erscheinen auch hier übrigens die Placements, die auch sehr schön bezeichnet sind mit Station, Name und dem Typ. Ist also auch zur Orientierung sehr schön geeignet. Also man muss draufklicken, damit man die Placements sieht. Gut, dann wollen wir das hier nochmal wieder ein wenig ja, in Form bringen. Das sieht ja im Prinzip schon ganz gut aus. Vielleicht schieben wir das so ein bisschen hoch. Ja, im Prinzip haben wir schon ganz ordentlich gearbeitet. Ich versuche mal möglichst, dass sich die Linien hier nicht zu sehr überlappen, überschreiben. So vielleicht, das sehe ich was runter, weil hier wollen wir natürlich noch einiges rausziehen aus der Achsdefinition. Können Sie auch selber schauen, wie Sie das am schönsten hinbekommen. Ich gruppiere das Ganze wieder. Hoppla, gruppiere das Ganze wieder. Und damit haben wir den Überbau fertig. Das war's für dieses Video. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.